Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Rage Mode. In der letzten Folge sind wir abgegangen, dann haben wir auch wieder verkackt und ja. Diesmal werden wir das ganze Spiel ändern. Ich denke, wir werden beide Runden voll verkacken. Ich kenne die Map nicht. Oder ist das diese Hafenmap vom letzten Mal? Nee, ne? Nee, das ist eine andere. Glaube ich. Okay, ich sehe gerade hier keinen Gegner. Da war aber gerade einer. Okay, hier war. Da, die Betonung liegt auf wahr. Okay. Dieser Schuss ging mal wieder in den Ofen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, bei Dunkels. So, ein Kill. So, haben wir einen Kill schon mal abgestoppt. Hammer! So. PC Game Street wurde getötet. Das ist sogar ein Premium-Spieler gewesen. Den kriege ich jetzt auch Premium. Töten Sie ein Premium-Spieler und erhalten Sie gratis Premium. Hey, das sieht aus wie Mr. Morgan! Okay. Ich hab den Timer hier vor mir liegen, mach den aber nicht an. Ah, doch, ich kenne die Map. Ich hab hier schon mal gespielt, nur ich erinnere mich. Also ich kenne die Map, aber nur teilweise, nicht komplett. So ein, zwei Ecken kenne ich hiervon noch, aber irgendwie auch sehr wenig nur. Dahinter ist einer. Okay, dahinter war einer. Ich wollte gerade die Axt werfen. Okay, ich habe ja gesagt, diese Runde verkacken wir irgendwie übel, ich weiß nicht. Okay, das war jetzt too easy. Ich weiß gar nicht, ist das Messer hier ein One-Hit oder nicht? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Und nebenbei noch einen Kill machen. Und dann sterben gehen. Dann ist Mr. Morgame. Also der Kerl mit dem Mr. Morgame Skin. Das ist doch Mr. Morgame Skin, oder? Ich glaube schon, ich bin gerade nicht so sicher. Hat auf jeden Fall ein bisschen Ähnlichkeit, wenn er es nicht genau ist. Den treffe ich wohl schwer. Hör, was von wo war's? Okay, diese Runde läuft gerade nicht so geil. Ich schieß mal random dahin, das ist wahrscheinlich viel zu weit. So, okay, ganz langsam. Da wirft er die Combat-Axt. Wirklich. Warnung. Achso, ich sollte mir das nicht durchlesen, ne? Nicht so die clevere Idee. Alter! Endlich mal wieder ein Kill. Hat jetzt noch nicht lang gedauert. Also ich hatte schon mal Runden in Rage Mode, da bin ich voll abgegangen. Meine allerersten, meine zweite Runde, die ich jemals gespielt habe, da bin ich voll abgegangen in der Runde. Aber das war mal, das war mal. So, deine Wurfaxt, die bringt dir nichts. Ach komm! Läuft der Bastard weg? Ich habe ihn gesehen, ich wollte gerade hochzielen. So, okay, gut. Ich stehe 6-8, das ist voll der Müll. Kann ich hier oder sind die... Ja doch, da kann man hoch, gut. Ich habe ihn auch... Oh mein Gott, die Runde ist mal so beschissen schlecht, ne? Aber der Vorteil ist an Rage Mode, kannst du circa einschätzen, Runde geht für 4 bis 5 Minuten. Das heißt, das Splitten dann ist auch relativ easy. Oder wie viele Runden man in einem Part macht, wie auch immer. Jetzt läuft der hier rum, oder was? Hä, was? Okay, das war eine Combat-Axt. Die habe ich nicht fliegen gesehen, vor allem wenn er hinter mir stand. Da konnte ich sie ja nicht fliegen sehen. Ach du Scheiße, hier wird es ein bisschen dunkler. Okay, jetzt nicht mehr. Oh shit, da habe ich mir selbst richtig aufs Maul gegeben.
Ist denn was noch was los oder war das hier? Ich weiß es nicht. Ist denn noch was los oder war es das hier? Ich glaube, das war es hier. So, okay. Wie? Ich hab den nicht geachtet. Nur bei Headshot sterben die komplett direkt. Okay. Oder bei mehr Schwung, wie auch immer. Scheiße! Oder die sterben nie komplett, nur ich treffe halt immer die, die fast tot sind. Ich weiß es nicht. Irgendwie so läuft das hier auf jeden Fall. So, ich glaube, ich gehe direkt wieder in irgendein Haus rein und gehe dann da durch und gehe da wieder durch und komme auf der anderen Seite wieder raus. Was ist das denn, Alter? Ich wollte gerade nach oben zielen. Ich habe mich eher auf die da unten fokussiert, auch wenn die da allein waren und mich gar nicht angefokust haben. Ja, 9-12. Ich würde mal sagen, das war's mit dieser Runde. War eine schöne Runde, definitiv. Oder ist noch eine schöne Runde. Okay, die Wurfachse war jetzt dumm geworfen, weil der Kerl schon fake war. Okay. Ja, gut, GG. Die Runde habe ich zwar haushoch verloren. Okay, 9-12, okay. Es ist ganz okay, aber es ist scheiße. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde von Minecraft Rage Run wieder. Bis gleich. Upala. Jetzt habe ich die Cam umgehauen. Shit. So, stopp. Jo Leute, willkommen zur nächsten Runde Minecraft Rage Mode. Oh yeah. Jetzt rasten wir da richtig. Ach, die Runde ging schon los. Achso, ich wollte auch noch sagen, wir rasten jetzt richtig aus. Michael. Ich stehe gerade auf dem Dach. Ich will ja eigentlich nicht bleiben, ne? Weil ich habe ja, ich habe mich schon über Camper aufgeregt, aber dann selber rumzucampen ist kacke. Auch wenn man hier dann die besten KD bekommen kann. Oder auch sehr gut getroffen werden kann, wie auch immer. Man kann es nehmen, wie man will. Jetzt bin ich hier wahrscheinlich eh nicht mehr, ne? Ne, bin ich nicht gut. Hat sich das von selbst erledigt? Die Location zu wechseln, finde ich auch gar nicht so schlecht. Das war jetzt aber schlecht. Ich habe ihn aber noch mitgenommen. Oder? Ja, doch. 3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2. So. Ich habe ihn auch mitgenommen, es steht jetzt 4-3. Korrekt. Korrekt, ich stehe 4-3. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier steht jemand um die Ecke, der mich jetzt gleich tötet. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Nein, da steht aber einer. So, Welder. Gut, jetzt wäre es wunderschön, wenn ich nicht nur einmal getroffen werde, sondern alles weghaue, was mir in den Weg kommt. Komm raus, wo immer du bist. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen was länger... Ich komme hier gar nicht raus, ne? Nö. Ich muss ja drin bleiben. Ich komme hier nicht raus anders. Und mich selber töten will ich nicht. Jawohl!
Ich freue mich jetzt gerade darüber, dass ich gestorben bin. Nee, darüber freue ich mich. Ich freue mich darüber, dass ich aus der Ecke da raus bin. Kann ich wieder hier ein bisschen rumlaufen und Spaß haben? You say what? Gut, nochmal. Okay, das war kein Kill. Schade. Schade, schade, Schokolade! Ui! Der ist hinter mir hergelaufen, der wollte mich messern. Ich hab das genau gemerkt, Mann. Voll in die Fresse! Komm, den Freakel nehme ich auch noch mit, ganz ehrlich. Scheiß ich drauf, ob der AFK war oder nicht. Freakill ist Freakill für mich. Und Freakills nehme ich gern. Okay. Dann habe ich noch einen mitgenommen und einmal selbst drauf geachtet. Du Scheiße, hier ist ja direkt Action. Hä? 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 Was wollt ihr, hä? Okay, gut, der ist tot, aber nicht durch meine Hand! Alter! Okay. Na, stand ab. Ich gehe immer falsch vor, ich gehe immer mit dem Bogen vor, das ist so hohl von mir. Ich sollte einfach nicht immer mit diesem Kackbogen vorgehen, das ist hohl. Vor allem nicht, wenn die hinter mir stehen. Vor allem dann sollte ich anders vorgehen. Dann sollte ich vielleicht echt mal die Axt nehmen, obwohl die hat ja weg, oder die Rage Knife, was weiß ich. Schade. Ich wollte an ihn ran, hat nicht geklappt. Ich habe ihn auch mitgenommen, das habe ich gehört. 12-10, i. 12-10, das ist ja voll der Scheiß. Und ich weiß immer noch nicht, was die Siegesvoraussetzungen sind. Ich habe es mir immer noch nicht angeguckt. So, und da habe ich hier zwischendrin eine Runde Minecraft Mario Party aufgenommen, die dann... Ja, okay, nicht so geil am Ende war. So, okay. Aber die Runde war cool, generell. So, perfekt gehittet. So, Headshot. Ach so, hier kann ich gut rauscampen. Das macht doch viel Spaß. Oh. Oh Gott. Oh shit, Mann. Oh Mann. Dieser Self-Kill war gerade so toll. Wo? Okay. Also im offenen Feld steht es nicht so die. Das Gelbe. Vorbei, scheiß. Schon wieder nicht nachgedacht. Komm. Ich glaube, mit Nachdenken in diesem Modus wird bei mir gar nichts. So, gehittet. Ohne Probleme. Den habe ich gerade noch so ohne Probleme bekommen. So, gut. Den habe ich auch noch mitgenommen. Die Zockermonster. Ne, Zockermonster 437. Well done. GG, war eine geile Runde. 6 Minuten, das heißt, der Part hat jetzt 10 Minuten, was weiß ich. Ich habe meinen Timer nicht wieder angemacht. Doch, das habe ich getan. Und ich mache jetzt noch eine Runde, das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Thank you.
Yo, willkommen zur nächsten Runde, zur letzten Runde in dieser Folge von Rage Mode. Auf dieser Map habe ich noch nie gespielt. Ich spawn auf jeden Fall in einer Ecke. Und da hinten sehe ich einen Gegner. Oder einen Spieler, wie auch immer, wie man es nennen mag. Ach komm, Spiel. Ganz ehrlich. Alter, wie habe ich den bekommen? Krass, krass, krass. Finde ich cool. Ich weiß nur nicht, mit der Schere muss ich da rechtsklick machen oder linksklick, um die zu messern. Oder habe ich hier schon mal drauf gespielt? Keine Ahnung, das kann auch die Map von gerade sein. Ich weiß es halt echt nicht. Ich kenne mich mit den Maps hier nicht aus. Müsstet ihr mir sagen. Ja, das ist die Map von gerade, ich sehe es schon. Ich kenne die Map hier gar nicht. Oh, das ist die Map von gerade. Na gut. Haha, meine Keime. So, 50 Kills, 50 Kills, jawohl. 50 Punkte, das reicht mir, ich habe keinen Tode. Ich gehe jetzt AFK. Ne, Quatsch. Hii. Oh, da bin ich doch einmal gestorben. Okay, ich kann jetzt nicht AFK gehen, ich muss kämpfen. Ja, lauf halt weg von mir. Bergy Bergmann. So, Gegner. Oder Mitspieler. Naja, Mitspieler ist es wohl nicht, aber auch ein Spieler halt. Aber halt kein Mitspieler. Ach komm, Spiel, leck mich hart. Und dann kommt da einer von rechts an, Hilfe. Jetzt hat er, das hat ohne Witz, das da habt ihr, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, da war ein Lag drinne. Ich hab den abgeschossen, dann ist er auf einmal nach vorne geparkt. Und der hängt im Boden. Natürlich, Pascal. Natürlich, häng halt im Boden. Ach komm, diese Runde ist beschissen. Die könnte ich jetzt so wegdrücken. Ach du Scheiße! Der schappelt sich neben mir. Alter Finne. So, Messers Wanted bringt nur 10 Punkte. Krass, ich dachte, das bringt mehr. Okay, gut. Messers Wanted bringt aber nur 10 Punkte. Das lohnt sich nicht. Auch wenn es eigentlich schwieriger ist, an die Gegner ranzukommen. Da hätte man eigentlich mehr Punkte für geben sollen. Willst du mich verarschen? Dann halt nicht. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. 6-7, ich steh scheiße. Jetzt stehe ich wieder okay. Also jetzt stehe ich ausgeglichen, eher gesagt. Stehe nicht okay. Hey, you shit. Kommst du rein? Nee, kommst du natürlich nicht. Kommst du rein? Kannst du rausgucken? Meins! Meins! Okay. Das endet fast wie Scoborn Camping hier bei mir. Das ähnelt, nicht endet. So. So. Okay, jetzt habe ich einen Lauf. Jetzt habe ich einen Lauf. Das hätte ich nicht erwähnen dürfen, sonst ist der Lauf vorbei. Ja, der Lauf ist so gut wie vorbei. Oh shit. Ist niemand, okay. Versucht der hier immer noch reinzuschießen oder was? Oh, wow! Explosionsstep. Oh scheiße. Ich habe mich gerade selbst getötet. Ah, dieses Headset. Ah, das tut ein bisschen am Kopf weh, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. In meinen Aufnahmen und Folgen und was auch immer. Dann haben wir jetzt noch einen Kill. Auch da ist nochmal dieser Bergmann! Dieser Bergmann, oh mein Gott, dieser Bergmann. So, gut, dann jetzt aufpassen, aufpassen und... Passiert irgendwas? Passiert irgendwas? Nein, hier passiert nichts. Wo ist der hingeflogen? Ich hab keinen Plan. Ist der auf dem Dach geblieben? Nee, ne?
So, okay, gut. Es ist 13 Uhr und ich sollte langsam mal was essen. Nein, die Axt hat ihn nicht getroffen. Scheiße. Schade. Natürlich! Dann kommt da der Bergmann an und steht an meinem Spawnpoint. Normal. So, gut. 415 Punkte. Also mein 500 der Sieg ist dann hier. Das kann nicht sein. Wenn die Punkte überhaupt irgendwas hiermit zu tun haben. Da war eine Wurfaxt. Nee, Combat Axe. Ja, ist ja Wurfaxt. Glaube ich. Ist Combat Axe, Wurfaxt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. So, okay. Oh, die Runde ist vorbei. Addus, 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 Addus. Ja, ich würde gerne die KD von dem sehen. Ich war gerade zu blöd, die zu sehen, oder? So, aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Das war's mit dieser Folge. Minecraft Rage Mode 3 Runde in einer Folge. Das hat sich gelohnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Wertung da. Das würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer anderen Folge. Minecraft Minigames bei Rage Mode. Wie auch immer, haut rein. Bis dann und ciao, ciao.